Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zum Way to Tier 10 mit den tschechoslowakischen Panzern und mit Mr. Merp. Hallo! Hi, ich headbange hier gerade in meinem Panzer, dudes. Du headbangst im Panzer, okay? Ja, ich headbange den Panzer. Ah, du headbangst den Panzer, okay. Ja, Skoda T25 Tier 6 Medium, immer noch angesagt, wir sind voll ausgebaut. Ich finde den Panzer eigentlich mittlerweile richtig geil. Wir haben es ja letzte Woche schon gesagt. Ich habe auch, wie man bei mir sieht, die erste Gunmark drauf. Wie sieht es bei dir so aus? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war faul und deswegen habe ich das nicht. Okay, ich hatte kurz jetzt, bevor wir angefangen haben, meine bis jetzt beste Runde in dem Teil. Ich kann die mal kurz zeigen. Das war eine erste Klasse mit Krieger und Top Gun. Nee, das ist das gleiche. Großkaliber war es. Kann sie auch immer schön alle zusammen auf Deutsch und Englisch immer gleichzeitig nennen, das klingt dann doppelt so gut. Ja, genau. 2200 Schaden, 6 Kills und es hat leider nicht für den Panzer erst gereicht. Naja, okay. Wir gucken mal, wir grinden heute ein bisschen und hoffen, dass wir den... Wir grinden den Grinch. Weihnachten geklaut. Achtung, schlechter Wortwitz in Ich habe ihn gerade nicht verstanden. Ich musste schon in der Vorbesprechung zu Mörb sagen, er muss den Witz erklären. Ja, Grind und Grinch, das ist fast ähnlich. Deswegen sage ich schlechter Wortwitz. Alles klar. Mal gucken, was so bei rauskommt. Du hast schon wieder über das Matchmaking ein bisschen geschimpft. Bei mir war es bis jetzt okay. Einfach mal gucken, was... Ich habe nicht geschimpft. Ich habe lediglich angemerkt, dass ich im Gegensatz zu dir nicht, dass es mir jemals aufgefallen wäre, Top-Tier gewesen okay, wäre. Okay, du hast einfach nur festgestellt. Okay. Gut, mal gucken, was die erste Runde bringt. Okay, jetzt bin ich mir sicher, oh Herr, du wirst irgendwie von Wargaming bezahlt, weil ich war noch nie Top-Tier und jetzt fahre ich mit dir Top-Tier. Schön wär's. Ich habe heute schon wieder gesehen, dass einige der... von Wargaming begünstigten YouTuber schon Master of Orion gestreamt haben. Zum Mittwoch. Mann. Und es kommt ja eigentlich erst am Freitag. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich die nicht vielleicht... Also wir beide wollen das ja. Das können wir eigentlich kurz mal machen. Das, also beziehungsweise, das habt ihr ja dann vielleicht schon gesehen. Genau. Das dass wir jetzt vorgestern am Freitag Master of Orions gestreamt haben wollen werden. Genau, genau. Ja, ich freue mich so ein bisschen drauf, obwohl ich eigentlich von dem Spiel herzlich wenig Ahnung habe. Ich habe Master of Orion 2 gespielt vor 15 Jahren und da war ich sogar noch relativ spät dran, aber es war urgeil. Schlecht dagegen war der dritte Teil, weil der war komplett Echtzeit. Ich bin mal gespannt, wie Wargaming das macht. Oh, ich bin offen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Oh, hier sind Artis im Spiel, ich muss aufpassen. Lass mal in Deckung gehen. War definitiv offen. Nee, also auf Master of Orion bin ich total gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin nicht nur ich gespannt, da habe ich auch in meinem Umfeld Leute, meine Frau zum Beispiel, die das früher auch gespielt hat. Also da gibt es einige Leute, die sich drauf freuen. Und ich bin auch total begeistert. Also es wird ja... Das Coole in dem Fall ist es tatsächlich, dass das Spiel erstmal nur in Englisch bleibt, weil dann hat man diese ganzen geilen englischen Sprecher wie Mark Hamill und... Worf, also Luke Skywalker, Worf und auch Q. Ich sag absichtlich jetzt die Rollennamen, weil damit kann der eine oder andere wahrscheinlich sogar mehr anfangen. Ja, ich wusste gar nicht, dass das am Anfang auf Englisch bleibt. Steht zumindest so dran. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie böse. Momentan auf Englisch und auf Russisch verfügbar. Ach so. Der VK stand dort gut. Der erstmal muss der Cromwell hier raus. Du kümmerst dich da gerade drum, das ist gut. Der lebt noch. Ich mach den Rest. Ja! Nein! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Okay. Ich lad mal nach. Da schießt die ganze der kleine VK darüber. Der Panzer 4, Entschuldigung, meine ich. Aua! Wow, jetzt trifft mich da auch noch der Achilles. Wie trifft der mich denn? Ich war doch da hinterm Hügel. Vor allem, wo ist der? Der war doch gar nicht offen, oder? Der Schuss kommt irgendwie auch da, wo der Panzer 4 herkommt, her. Ach so, okay. Ich bin verwirrt. Ich muss jetzt aufpassen. Ich hab was gefunden. Ja, aber ich kann da jetzt nicht drauf wirken, weil da ist der... Ich muss das mal zurückfahren. Der dicke Max ist natürlich ein böses Ziel. Das muss jemand anders übernehmen. Am besten der KV-85 oder so. Die Art, die hat übrigens geschossen auf mich. Okay, ich glaube, der dicke Max ist raus. Ja. Ich muss aufpassen, ich habe nur noch 52 Leben. Ich habe mit meinem
YOLO-Mode da gerade eben eigentlich zu viel riskiert. Komme ich hier durch? Über die Steine? Ja, ich sehe auch nicht mehr so proper aus. Oh ja, hier kommt man durch. Da ist der Aril. Ja, keine Ahnung, wie der auf mich schießen konnte an der Stelle noch, ganz im Ernst. Geht mir gerade nicht runter. Ihr habt ja auch gesehen, Leute, wie bei mir der Schuss reingekommen ist. Also der Tracker hat ja in die Richtung gezeigt und da weiß ich jetzt nicht, wie der das gemacht haben will. So, lieber Hetzer, sehr schön. Ach komm, na endlich. Aber da sind noch ein Haufen Heavies, das sieht irgendwie nicht so geil aus. Da ist die Hummel. Okay, das macht der K85. Okay, die Hummel ist raus. Da kommt der BW. Ah, der Durchfallwagen. Und jetzt wechsle ich gerade die Seite. Oh, oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Versuch die mal hier jetzt mal, wenn sie hochkommen, zu flankieren. Ich habe übrigens schon Waffenbrüder jetzt fertig und ich forsche schon am zweiten Skill. Angeber. Ja, du hast halt in den letzten Tagen deine Prioritäten bei anderen Spielen gehabt. Wer war das jetzt? War das der Tok? Nee, der OI, aber ich verstehe nicht. Die kommen beide hoch und gucken beide schon in die Richtung zu mir. Ich treffe nicht, das ist gerade mein Problem. Ich frag mich, wer mich da aufgeklärt hat, weil die haben definitiv gewusst, dass ich da bin. Aber ich frage mich, wie die das haben wissen können. I don't know. Da muss irgendwo ein Scout stehen. Die haben ja keinen Scout mehr. Also denn alle Panzer. Aber nicht, wenn beide hochkommen und in die Richtung gucken, ich habe keine Bäume umgefahren, ich war da schon ewig da hinten. Die logische Alternative wäre doch, du kommst hoch und zielst auf den Cap-Kreis, weil da einer cappt. Aber beide gucken zu mir. Das ist oh Gott, wo kommt man denn bei dem AT2 durch? In der Seite, ich hab keine Chance. Nee, hast du auch nicht. Ich hab mal jetzt. Ich lad mal Gold. Da komme ich bestimmt jetzt durch. Auch nicht. Er sind quasi allein. So. Kommt der OI aber. Ja, der frisst aber. Und der Tok hat jetzt eine schöne Deckung dort. Es wäre mal. Achso, unsere Artis können da nicht wirken. Ich lade nochmal nach. Warum kann ich jetzt nicht auf dir drauf sein? So, jetzt kann ich auf dir drauf sein. So, lieber Tok, guckst du noch in meine Richtung? Nö. Der ging voll durch ihre Panzerung. Rack fast ab. Oh, ich treff nicht! Aber dafür brauchst du kein Gold mehr. Nee, habe ich jetzt bloß für den AT2 auch benutzt. Was macht eigentlich unser... Wo ist unser T-150? Den sehe ich leider nicht, weil mein Funkgerät halt nicht voll ausgebaut ist. Ich habe nur noch 8 normale AP-Kugeln. Ich find's lustig. Gerade eben vorm Spiel haben wir darüber geredet, dass du das Funkgerät, das höchste auf diesem Fahrzeug, nicht gut findest. Und da ist der Moment, dass du dir wünschst, du hättest es. Ja. Nee, also nicht gut stimmt ja nicht. Ich habe einfach nur gesagt, dass man es nicht braucht. Also das Top-Funkgerät gibt es auf dem 5er und glaube ich auf dem 6er. Und man, wenn man es aber schafft, bis zum 7er durchzukommen, braucht man es nicht, weil auf dem 7er sind das andere Funkgeräte. Ja, also man braucht es halt nach diesem Fahrzeug nicht mehr. Nö, genau. Aber es ist trotzdem eine schöne Ironie des Schicksals, dass wir vor einer halben Stunde nicht mal darüber geredet haben. Ja, das stimmt. Oh, das war eine ziemlich gute Runde. Ja, für mich war sie okay. Ein Totalausfall, aber auch nicht richtig geil. Das Problem war halt einfach, dass dieser komische Achilles mich da voll getroffen hat. Ja. Ja, übrigens, falls ihr euch wundert, Leute, warum ich so viel Erfahrung jetzt hier gerade eben bekomme, ist, ich habe 50% plus aktiviert, denn ich muss ja beim O'Hare irgendwie hinterherkommen. Das war bei mir erste Klasse und Großkaliber. Ja, also ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen Kohlen ins Feuer legen, weil sonst... Krass, das waren mehr Base XP als mit dem Gefecht, wo ich gerade den Krieger bekommen hatte. Das verstehe ich nicht. Okay, wahrscheinlich, weil du in der Nähe des Caps gekämpft hast. Ja, ich habe noch 440 ermöglicht. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall eine ziemlich gute Runde. Es läuft nicht immer so gut. Los geht's. Auf geht's. D6 will der Herr fahren. Und wir sind schon wieder top hier. Ja, ich wollte gerade sagen, er möchte sich noch einmal beschweren hier. Kaum fahre ich nicht mehr mit dir. Ich wette, dann bin ich wieder low tier.
Dann wahrscheinlich auch der einzige Medium-Panzer oder so, weißt du? Irgendwie sowas. Man muss aber auch sagen, wenn man mit der Karre Top-Tier ist und man so die ersten 2 Minuten überlebt oder 3 Minuten, dann hat man echt gute Chancen auf eine gute Runde. Ja. Also du hast es ja selber gesagt, es ist so ein bisschen wie mit dem Chiri, ne? Den kenne ich zwar nicht, aber der ist ja auch so mit dieser Autoloader-Kanone, ne? Ja, wobei ich den hier tatsächlich besser finde als den Chiri. Nicht wegen der Genauigkeit der Kanone, die ist ja im Chiri da tatsächlich besser. Aber der Chiri macht genauso viel Schaden, hat genau den gleichen Reload im Grunde, ich glaube sogar noch ein bisschen langsamer und hat auch nur 3 Geschosse im Lauf. Also das Ding hier hat eigentlich ein größeres Schadenspotenzial als der Chiri und er ist kleiner als der Chiri. Der Chiri ist größer, okay. Volles Schiff, du, sag ich dir. So ein richtiger Klotz. Ja, wir sind durch. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich guck mal. Boah, großartig, ich hab 2 Schüsse. Ah, der Chaffy, der schlägt mal nach. Der Chaffy steht dort gut, weil er verhindert nämlich. Okay, der T34 ist raus, das ist schon mal schön. Der hat schon mal nach, dass ich 3 Schuss auf den Chaffy setzen kann. Oh, der Chaffy ist nicht alleine. Der hat mir meinen Kommandant rausgeschossen. Das ist jetzt nicht so geil. Ich komm mal zu dir da hoch. Ich glaube, da kann ich mehr ausrichten. Gerade eben nicht verstanden, dass ich die Silhouetten nicht gesehen habe. Ja, das ist. Deswegen ziele ich auch manchmal über größere Entfernungen irgendwie dann doch aus der Third-Person-Perspektive. Weil gerade wenn da irgendwas im Weg ist, dann kann das ganz schnell passieren, dass du zwar schießen kannst, aber die Silhouette nicht siehst. Was haben wir denn da noch? Oh Gott. Oh Gott! Okay, Gold laden, zurückziehen. Eieieiei. Autsch. Wow! Nee, muss ich nicht haben, ganz im Ernst. OI Experimental da, der mir experimentell voll auf die Fresse haut. Ja, wir folgen am besten, ne? Der hat jetzt gemerkt, dass er alleine ist. Ja, noch nicht ganz. Hier ist noch ein voller Cromwell. So ein bisschen blöd. Der ging voll durch ihre Panzerung. Auf den schießen. Und tschüss. Also die Gun Depression ist gut, aber ich finde immer wieder die Orte, wo es nichts bringt. Ja, ja, manchmal könntest du 30 Grad Gun Depression haben, ne? Da ist ja der UI. Oh, wer war das denn jetzt? Alpha die ganze Zeit. Das wird die Hellcat sein, oder? Ach so, die Hellcat, ja. Ich frage mich die ganze Zeit, wer hier die ganze Zeit. Also, weißt du, wir machen alle so Erbsenpüpse und da kommt immer so BÄM. BÄM, genau. Da ist immer gespannt, ob der ARL irgendwie noch auftaucht. Also, ein bisschen Schaden könnte man noch vertragen, ne? Oh, guck mal da. Ist klar, dass der auf mich zielt. Oh Gott, da steht ja noch mehr. Ja, da stehen 3 Stück. 4! Ui! Ja, das genau. Das ist eine faszinierende Feuerlinie, die. Der ging voll durch ihre Panzerung. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott, und ich stehe hier ganz bescheiden. Die schießen mir mein Haus weg! Ja, deine Deckung ist gleich futsch. Ja, nein! Deckung. Und die sind zu! Hilfe! Mutti! Ja gut, jetzt sehen sie dich aber auch nicht mehr, glaube ich. Doch, die schießen noch. Oh, ich muss hier weg. Ich fall nicht. Ich will jetzt mal von hier oben an. So, liebe Kinder, und jetzt habt ihr gesehen, was passiert, wenn der Herr Angst bekommt. Oh Gott, die Arti. Wo steht denn die Arti? Ich, keine Ahnung. Ja, irgendwo geradezu, da hinten. Ja, aber warum weiß die, dass du da bist? Die hat gesehen, dass du da hingefahren bist, oder? Ja, das kann sein. Oh, jetzt ist bloß noch die M7. Oh Gott. Oh. Hilfe. Woher gegen die Camper? Das erinnert mich so ein bisschen ans Community-Tanken. Ja. Ich darf jetzt, muss aufpassen, dass ich keinen Baum umfahre. Hilfe. Ich bin Proxy offen. Das gefällt mir ja nicht.
eine M37. Ja, ich würde jetzt an deiner Stelle vorfahren. Wie kommt denn... Oh. Der ist abgeprallt. Nein. Okay, tschüss. Wir werden also sterben. warum kommt da aber auch keiner zu mir? Was macht der AT-8? Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gerade eben so verwirrt, als wir da rausgefahren sind. Und auf einmal, ich ziele gerade auf den einen und schon bin ich tot, weißt du? Und ich frage mich, warum zum Teufel? Ja. Der Auto, direkt auf mich. Ich meine, da sind ja schon zwei, drei Leute rausgefahren gewesen. Dann wirst du sozusagen als der dritte oder vierte rausgenommen. Das kann jetzt, die können das theoretisch jetzt sogar noch rocken. Nee, jetzt nicht mehr. Okay, der AT-8 ist einfach langsam. Ja, das ist auch. Oh. Dieses Fahrzeug war nie dafür gedacht, schnell zu sein. Aber dass der Jagdpanzer jetzt beim Schießen nicht aufgeht, also den, die M44 daraus nimmt, ist auch überraschend. Aber ich wurde auch im T25 von einem Bohr sich auf 4 Meter aufgemacht und getötet. Das war auch sehr spooky. Boah, der AT-8 hat keine Chance gegen den Jagdpanzer gerade eben gehabt. Der ist tatsächlich sogar am Jagdpanzer abgeprallt. Ja. Ich hatte gerade auch das Problem, dass durch die Leiche von dem Cromwell dort ich nur auf die obere Wand schießen konnte und da ist ja eine Schräge und da bin ich auch nicht durchgekommen. O'Hare? Mhm. Das sieht nicht gut. Next, please, schreibt er. Ja, da muss doch mal die Arti reinhauen. Guck mal, wo die SU-5 steht, die kann da gar nicht hinschießen. Doch, ich nehme alles zurück, sie hat geschossen. Ja, aber sie trifft's nicht. Ja. Nur next, schreibt er. Ja, der KV-85 ist der Einzige, der jetzt noch was machen kann. Der KV-2 versucht's nicht mal. Hm, geht da hinten einfach nur noch rum. Ja. Okay, die Arti schießt auf jeden Fall weiter dahin, aber sie trifft immer noch ja, nicht. Ja, der wird da weggefahren sein, nehme ich mal an. Ja, aber viele Optionen hat er nicht. Er braucht die Büsche, um nicht aufzugehen. Ach, das gibt... Der ist weggefahren, guck mal! Ja, natürlich ist der weggefahren. What? Das ist doch nicht der Wahnsinn. Ja. Verlieren das noch. Der Typ heißt Vater Morgana. Pff. Next. Das ist so GG, weißt du, so, weil der KV2 den kaputten Motor oder warum fährt der so langsam? Wieso okay. Schreibt... Ich frage mich eher, wie schnell der die Position wechseln konnte. 3,71 Sekunden hat der Reload, das ist aber krass. Wird weg, ja, ja, der wird weggefahren sein. Wahrscheinlich hat er eine kleinere mit viel Durchschlag, wo er einfach schnell schießt. Das könnte sein. Ich kenne gerade die Kanone auf dem Jagdpanzer, finde ich. Aber er ist auch jetzt ein bisschen arrogant. Also, er soll sich mal nicht besser machen, als er wirklich ist. Ich glaube, er hat einfach nur eine glückliche Runde, denn der Spieler an für sich ist nämlich gelb. Und auf dem Fahrzeug orange. Also, das ist jetzt. Ja. Also, das hat mit Skill, glaube ich, bedingt was zu tun. Oder? Man natürlich jetzt nicht unterstellen, oder es spielt jemand auf diesem Account, der da normalerweise nicht hingehört. Das kann natürlich auch sein. Was gibt's ja auch immer wieder, man hört immer wieder Dinge von diversen Leuten. Oh, KV2! Junge! Ach, ich seh's. Er wäre fast runtergefahren, also ich mein Abkürzen in allen Ehren, aber... Der muss einen kaputten Motor haben. Ja, ja, natürlich hat er einen kaputten Motor. Merkst du allein schon, wie der sich quält. Ja, aber so wie es... Er ist offen. Ja. Das Ding ist auch, glaube ich, auch stehen geblieben. Ey, das ist aber das Dümmste, was er tun kann. Ja, nee, nee, er hat einfach, glaube ich, geguckt, ob auch aufgeht, aber... Das Interessante ist, dass er jetzt halt auch noch Bäume und was weiß ich was umgefahren hat. Und den nächsten Baum jetzt umfährt. Ja, ja, machst der M37 nur leicht, KV2. Von mir wäre da jetzt schon längst das Geschenk unterwegs. Oh, da oben ist er. Oh, er hat die Suche verfehlt, aber wie oft wird er sie verfehlen? Nur einmal insgesamt. Oh Gott, oh Gott.
Also, der holt sich jetzt noch seine Radley Walters hier ab, würde ich sagen, ne? Ganz im Ernst, man hat das Gefühl, also weißt du, das Schlimme ist, wir kommen solche Gefechte nie. Weil bei mir. Jetzt hat er den Motor repariert! Jetzt hat er den Motor repariert! Weißt du, wenn ich solche Gefechte habe, wenn ich 7 Kills habe, dann gibt es nicht mehr diesen einen Gegner, der ein One-Shot ist und sich dumm anstellt. Bei mir ist dann in der Regel immer irgendwo noch so ein Camper übrig, der Full Life hat. Naja, aber der Jagdpanzer ist auch One-Shot für den KV-2, also so ist es nicht. Aber jetzt stand gerade da ein Motor repariert. Hat er jetzt irgendwie nach 5 Minuten das Reparaturkit gefunden oder was? Ja, also wie gesagt, von dem brauchst du nicht erwarten, dass der jetzt trifft. Nö, der fährt ja auch jeden Baum um, irgendwie den er finden kann. Ich hab das Gefühl, er macht das mit Absicht mittlerweile. Naja. Naja, der KV-2 ist auch blind. Ey, so kann er nicht mal zielen, der ist tot, bevor er ihn sieht. Ja, der hat 1000 Gefechte, der weiß einfach nicht, was er macht. Der weiß von der Spielmechanik einfach nichts. Kannst du ihm noch nicht mal übel nehmen, mit 1000 Gefechten. Ja, das stimmt schon, aber... Aber dass wir das noch... Ja, der nimmt aber auch jeden Baum mit! Das ist doch nicht normal! Muss doch mal nach! Ja, es gibt Leute, die finden das lustig. Mein Sohn zum Beispiel. Ja, er spielt nicht, aber der sagt immer, Papa, fahr den Baum um. Und ich sage, nein, dann werde ich gesehen. Dein Sohn ist aber bestimmt mindestens 10 Jahre jünger als ein Spieler, der da gerade... Na gut, ich will nicht spekulieren. Geh davon aus, aber es gibt ja natürlich auch deutlich Jüngere, die dieses Spiel spielen, ne? Ja, so, na, dreh den Turm. Wieder. Abdrücken! Kette beschädigt! Wow! Nimm ihn raus! Nein! Was macht der? LOL! Befehl. Und jetzt fährt er vor, weißt du, jetzt fährt er vor! Da hat er seine Radley Walters. Ach komm ey, weißt du, der Jagdpanzer, der hat gerade eben, du hast schon richtig gesehen, der hat sich schon bekreuzigt, als der KV-2 vor ihm stand. Aber er wusste halt nicht, was für ein KV-2 da vor ihm steht, ne? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich da so, also komm, wir machen noch eins, irgendwas muss doch noch gehen. Ja. Pilsen. Ja, ich bin immer noch nicht so richtig im Reinen mit dieser Karte. Ich kenne die auch eigentlich nur mit Mediums. Und als Heavy tue ich mich da immer, weiß ich nicht. War noch nie mit einem Heavy hier, außer ja, als ich KV2 gespielt habe. Oh. Ich treffe natürlich voll die Wand. Außer mit dem Panzer im Rahmen hängen geblieben, ne? Brunk. Von 100 auf 0 in einem Bruchteil einer Sekunde. Ja, da freut sich die Fliehkraft, ne? Definitiv. Entschuldigung, die Bremskraft. So, Cromwell, der ist gut. Da muss man auch. Da ist er auch schon. Cromwell. Cromwell. Dicewell. So, ich muss mal nachladen. Ich kann dir dort nicht mehr helfen. Oh Gott, hier ist ein ELC. Es hat geschießt. Ja, der ELC hat geschossen. Das ist natürlich unschön. Oh, was haben wir da? Ein Komet, der nicht zu mir guckt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh Mann. Wow. Macht es weg. Kann nicht, ich bin so gut wie tot. Boah, shit. So. Das war saublöd, Leute, was ich hier gerade gemacht habe. Saublöd. Naja, wenn man Lebenspunkte hat, ne? Ah. Wollte gar nicht den AMX rammen oder dass er mich rammt. Dachte bloß, der fährt anders an mir vorbei. So, lieber Skoda. Oh, ich bin wo offen. Ich weiß zwar nicht durch wen, aber hier kam gerade noch eine Arti. Nice. Ja, immerhin konnte ich ihm noch mal eine setzen. Lustig ist, die ziehen sich zurück. Die wissen, glaube ich, gar nicht, dass wir gar nicht zu überlegen sind, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja, die wissen scheinbar wirklich nicht, dass hier nur so wenige sind. Die hätten uns eigentlich rausdrücken können, aber haben es irgendwie nicht so richtig geschafft. Aber dafür drückt das Gegner-Heavy-Team da massiv auf unseren Cap.
Wie hat der Komet mich jetzt hier getroffen? Ich weiß es nicht. Bist du raus? Ja, ich bin tot. Ja, ja, so. Okay. Tot man halt sein kann. Ich guck mal, dass ich noch irgendwie was von den Artis finde. Falls sie da hinten stehen. Aus meiner Sicht war ich eigentlich schon längst wieder runtergefahren, aber dann hat mich der Komet da hinten wohl getroffen. Ist der noch oder da? Oder nee, Komet hat mich getroffen, das war ja gar nicht der Cromwell. Ach da, der! Ja okay, der kann mich natürlich treffen. Ging voll durch ihre Panzerung. Das macht Sinn. Ja, ich muss jetzt auch, ja wenn aufpassen ich mich frage, warum der nicht aufgegangen ist bei dem Schuss, das ist schon... Boah, wo schießt denn, wo schieße ich denn hin? Das ist ja mal... Weit links vorbei. Ja. Oh, schön, unser Artisch. Das war ein schöner Arti-Treffer. Ist das herrlich. Und die Ironie, weißt du, der Crusader SP, der eine Brite, nimmt den anderen raus. Aber ich könnte jetzt durchaus ein bisschen Unterstützung von unserem Scout vertragen. Das wäre echt nice, weil nämlich der Skoda und der Cromwell da hinten in der Ecke stehen und ich die nicht aufkriege. Aber der ELC hat irgendwie andere Sachen zu tun. Naja gut, dann muss ich das ja, halt doch, alleine machen. Lebenspunkte. Warum bin ich jetzt von dir weggesetzt worden? Darf gerade eben nicht auf dir drauf sein. Okay. Wird jedes Mal gerade eben wieder von dir weggesetzt. Was ist denn das, bitteschön, Wargaming? Wargaming, was soll denn der Quatsch? Ach, jetzt bin ich wieder auf dir drauf. Ja, keine Ahnung. Komisches ja. Gefecht irgendwie, finde ich. Ja, das stimmt. Ich war jetzt auf dem Mist. Deswegen fährst du jetzt einfach mal stumpf weiter. Wirkungstreffer. Kommandant verwundet. Erwischt. Naja, ich bin eh auf weiter Flur. Was soll ich machen? Von der Ari treffen lassen, die die schießen. LOL, schreibt da LT25. Was will er? Ich hab halt. Er hat halt eher angefangen auf mich zu schießen und ich hab halt einfach noch einen vollen Clip gehabt. Was erwartet er denn jetzt von mir? Ja, dass gut, ich er nicht. Hat er auch einen. Ja. Er hat halt einfach einmal keinen Schaden gemacht. Ja. Was? Das war RNG gerade. Na, und das ist RNG, wenn du an der Arti von der Seite abprallst. So, Reload und dann kommt der. Kommt der? Wo ist der Krommel? Oh, da ist der Krommel. Das gibt's nicht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ui, da hat gerade der OI richtig dicken explosiven Ball auf die Seite gesetzt. Was hat jetzt. Was hat der T25 geschrieben? I'm unable to hit you both. Er ist nicht dazu in der Lage, beide zu treffen, aber irgendwie haben alle mehr Genauigkeit mit denselben Panzern. Das ist für ihn absolut nicht in Ordnung. Damn Reroll-Accounts. Sorry, ja, ich bin kein Reroll-Account. Oh, herrlich. Also sind wir da herrlich, wie die Leute sich das dann so zurechtbiegen, ne, wenn es einfach mal nicht läuft. Ich meine, das mache ich auch, wenn ich mich ärgere, aber schreib's nicht in den Chat. Ich krummel das vor mich hin. Zweite Klasse. Naja. Ja. Ja. 1100 Schaden. Also ich finde auch die Basiserfahrungspunkte habe ich jetzt 922 bekommen. Das finde ich extrem viel. Schon schräg, ja. Okay. Oh, ja, ja. Also ich komme dem Nachfolger etwas näher. Gut. Ja. Das war die heutige... ja, Way to the Ten Runde oder Runden? Was sagst du? Rondells. 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 Du bist heute echt lustig drauf. Ich bin heute einfach nur schräg drauf, glaube ich. Ja. Schlechte Wortspiele und so. Macht ja nichts, macht ja nichts. Ich fand's okay. Die erste Runde von mir war ja wirklich außergewöhnlich. Danach war es eigentlich ein guter Durchschnitt einfach. Ne? Also der Panzer ist halt... Der kann schon was, man muss halt mit seiner Panzerung ein bisschen am Anfang aufpassen und ja, dann am Ende einfach die Clips raushauen und abfarmen. Bestimmt. Und bei mir hat man irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass ich
Ja, ist wirklich eine Woche lang kein World of Tanks gespielt habe. Aber das liegt, ich entschuldige mich damit, dass ich halt einfach gerade eben beim Blood Bowl 2 World Cup sehr intensiv spiele. Und das nimmt mich ganz schön in Beschlag. Du hast also das Training in einem anderen Spiel. Genau. Ja, ich würde sagen, Däumchen nach oben, wie immer, wenn es euch gefallen hat. Und seid mal gespannt, ob wir nächste Woche schon den nächsten Panzer haben. Versprechen können wir es nicht. Ist eine Geld- und eine Zeitfrage. Genau, wie immer. Wir haben ja auch am Freitag gestreamt, da ist schon mal wieder ein Abend weg, wo man spielen kann. Und naja, ihr wisst ja selber, wie es ist. Der Tag hat nur 24 Stunden und wir zeigen euch ja trotzdem schöne Gefechte. Hoffen wir zumindest. Das ist schön Wir für euch. Versuchen es im Rahmen unserer Möglichkeiten. Genau, wir bemühen uns. Ja, dann noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, tschüss. Tschüss.